Jeder Lesende sieht die verschiedenen Reflexionen aus einem anderen Blickwinkel und erhält dadurch oft eine ganz eigene Interpretation. Dennoch ist alles davon wahr, selbst die Unwahrheiten, ganz besonders die Unwahrheiten. Es würde allein schon einen Monat dauern, euch zu erklären, warum schon diese Frage nicht den geringsten Sinn ergibt. Die Schriftrollen existieren hier bei uns, aber auch darüber hinaus und darunter. Vorher und nachher. Sie sind Substanz gewordene Teile der Göttlichen, durch die wir sie erkennen können. Verzeiht, wer von den Schriftrollen spricht, verirrt sich oft in lästigen und nebulösen Metaphern. Manche, die sie hingebungsvoll studieren, verlieren darüber den Verstand. Ha! Und ihr glaubt wirklich, dass ich euch eine dieser Schriftrollen sehen ließe, wenn ich denn eine hätte? Sie würde unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen aufbewahrt werden, damit auch der beste Dieb von Tamriel sie nicht anrühren könnte. Was? Moment. Wer seid ihr? Wart ihr es, den die Graubärte riefen? Ich bringe euch alles, was wir über sie haben. Es ist aber nicht viel. Macht euch also keine zu großen Hoffnungen. Es sind hauptsächlich mit Gerüchten und Spekulationen aufpolierte Lügen. Kämpft wacker! Hier, bitte, kleckert sie nicht voll! Hunderte von Jahren sind in die Zusammenstellung dieser Sammlung geflossen. Sie bleibt so makellos, wie sie jetzt ist. Verstanden? Ja, das ist das Werk von Septimus Signus. Keiner außer ihm versteht das Wesen der Schriftrollen der Alten besser, aber... Nun ja. Er ist schon lange nicht mehr hier. Zu lange. Irgendwo im Norden, in den Eisfeldern. Sagte, er habe ein altes Dwemer-Artefakt gefunden. Aber nun, das ist schon Jahre her. Habe seither nichts mehr von ihm gehört. Willkommen an der Akademie.
als das oberste Stockwerk gebaut wurde, konnten keine weiteren hinzugefügt werden. Es war und ist die höchste Spitze. Die Schriftrollen der Alten, in der Tat. Die Kaiserlichen haben sich mit ihnen davongemacht. Das glauben sie zumindest mit jenen, die sie sahen. Mit jenen, die sie zu sehen glaubten. Ich kenne eine davon. Vergessen ist sie. Isoliert. Doch dorthin kann ich mich nicht begeben. Nicht der arme Septimus, denn ich bin darüber hinausgewachsen. Hier. Nun, hier. Das heißt auf dieser Ebene. Mundus, Tamriel. In der Nähe, relativ gesehen. In kosmologischen Maßstäben betrachtet, ist alles in der Nähe. Eine Hand wäscht die andere. Septimus gibt euch, was ihr wollt, aber ihr müsst ihm dafür etwas bringen. Seht dieses Meisterwerk der Dreamer und ihre größten Geheimnisse tief darinnen. Septimus ist ein kluger Mensch, doch im Vergleich mit dem dümmsten aller Dreamer ist er nichts als ein zurückgebliebenes Kind. Zum Glück haben sie ihre eigene Methode hinterlassen, die Schriftrollen der Alten zu lesen. In den Tiefen von Schwarzweite liegt solch ein Objekt verborgen. Habt ihr von Schwarzweite gehört? Dort, wo Dwemer-Städte ihren Schlaf genießen, ragt die Spitze sehnsuchtsvoll und birgt geheimes Wissen. Tief unten, an entlegener Stelle, in des dunklen Mark, im Schutz verborgener Welle, beim Turm von dem Sarg, Alfdant, der Ort des Durchbruchs, des ersten Eindringens, der Erschließung. Steigt ins tiefste Tief hinunter, Schwarzweite liegt sogleich darunter. Doch nicht jeder kann diesen Ort betreten. Niemand außer Septimus kennt den verborgenen Schlüssel. Nur mit diesem kann's gelingen, das Schloss zu öffnen, um unter den Todesfels zu springen. Zwei Dinge habe ich für euch. Zwei Formen. Eine kantig, eine rund. Die runde Form dient zum Stimmen. Die Musik der Dreamer ist leise und subtil. Sie wird benötigt, um ihre raffiniertesten Tore zu öffnen. Das kantige Lexikon dient der Beschriftung. Für uns ist es nur ein Stück Metall, für die Dreamer eine ganze Bibliothek des Wissens. Doch leider leer. Findet M'Sarg und seine Himmelskuppel. Die Apparaturen dort werden die Schriftrolle lesen und den Würfel mit dem Wissen füllen. Vertraut Septimus, er weiß, dass ihr es wissen könnt. Hier wird nicht rumgetrödelt.
Gehirn.